Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, nochmal mit mir schaut, ich bin Patrick vom Kanal Schwäger Gaming und begrüße euch zum 6. Spieltag, beziehungsweise zum Teambuilding zum 6. Spieltag in der Pokémon Bundesliga. Oh yeah. Ja. Wir stehen aktuell mit 2-3 in der Tabelle auf Platz 5. Also nicht mehr komplett scheiße. Ja. Cool, ne? Und ja, haben wir hier jetzt das Duell gegen den Tabellenletzten am vollsten Spieltag der quasi Hinrunde, danach gibt es noch die Playoffs. Mit einem Sieg können wir unsere Chancen auf die Playoffs deutlich verbessern und das Matchup ist auch gut in meinem Favor. Der Grund ist, ist bei mir rechts oben angesiedelt und zwar Mega Bisaflor. Und zwar, wenn ihr mal sein Team anschaut, sein Team ist, bis auf zwei Mons kommt er nicht großartig durch gegen Mega Bisa. Und zwar sind diese zwei einzigen Mons Metagross und Coriogel, weil Zygarde kommt ja nicht durch, Milotic, Bibor, Phlorgis, Rotom Heat, Mamo vielleicht noch, Viridium, Skuntank und Arcani, davon kommt nichts durch gegen Bisaflor, außer vielleicht er spielt SD Viridium mit Z-Zen Headbutt oder Arcani mit Z-Stein. Die beiden könnten ja schon mal mit ihrem Z-Stein durchbrechen, aber eben es ist Bisaflor, Bisaflor ist heavy. Ja, also wie gesagt, alles gut in meinem Favor und ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt zum Team. Übrigens noch ein kleines Problem, was mit dem Kampf gibt. Und zwar, sein Mega Bibor kann Element spielen. Heißt, ich muss nochmal extra mit extra Damage. Ich muss extra nochmal mit extra Damage kalken. Weil, keins mehr man outspeedet einen Element Mega Bibor. Weil meine Stelzen sind halt Raikou und Zygarde mit 115er Base. Und Bibor hat, glaube ich, 145, das ist nochmal ein bisschen mehr. Ich komme mit Element auch, nur auf einen guten 200er Plus Wert auf Level 50, was Raikou und Zygarde 10% bei nicht hinbekommen. Dann kommen wir mal zum Team. Und zwar fangen wir wieder an mit Heatran. Ja. Er hat zwar Zygarde bei sich im Team, aber Heatran ist trotzdem recht stabil gegen sein Team. Mal wieder als Rocksetter, so wie bisher eigentlich immer. Mit dem Feuerfänger als Fähigkeit, wie auch bisher immer. Ein mäßigen Wesen, ich habe ja auch schon gefühlt jedes Wesen auf dem Jungen gespielt. Der Schuckebeere, ich muss nämlich auch mal in Zygarde und Metagross reinkommen können. So, in der größten Not. Dann steht hier Full Spez Attack, Full KP und den Rest noch in Speed. Ja. Da haben wir den Feuersturm, einfach nur um Damage anzurichten. Die HP Eis, nämlich Zygarde gut treffen kann. Ja. Und dann eben noch das Toxin, weil Milotic ist böse. Genauso wie Rotom Heat. Das sind die beiden einzigen, die ich nicht treffen kann. Obwohl Arcani auch noch, aber da ist auch dann ein Toxin dann drauf. Die ich nicht wirklich gut treffen kann. Und deswegen Toxin. Weil das mögen alle drei nicht so. Dann habe ich noch Zahnsteine, eben für die Rocks. Die Rocks sind immer gut. Und dann haben wir als nächstes Raikou, auch wieder. Raikou mit dem Erzinger wieder, mit einem Scheunwesen. Ich werde übrigens trotzdem einfach nur für Just for a Troll, Shiny spielen, damit er denkt, dass ich kein scheues Wesen, sondern hitziges Wesen spiele. Ey. Der Expertengold als Item, einfach nur um den Damage-Output nochmal zu erhöhen. Und ich habe gerade vergessen, das Set umzustellen. Also, ein Move fehlt da jetzt. Und zwar ist es statt der Ampelleuchte dieser Sondersensor. Sorry. Ja. Der Speed reicht, um Viridium zu outspeeden. Aber übrigens, was wären Teambuildings bei mir, ohne dass da irgendwie ein falscher Move oder so steht. Wisst ihr. Der V-Switch und der Donnerblitz, so wie immer, ja, also die HP Ice und Sondersensor dann für Mega Beat Drill und für Viridium, weil Viridium treffe ich sonst nicht wirklich gut. Da habe ich halt dann nur die HP Ice und die macht nicht so arg viel. Dass immer Sondersensor dann nochmal ein bisschen mehr Power hinter hat. Als nächstes, auch wieder dabei, Vermicula. Der war jetzt am Anfang gar nicht dabei und jetzt einfach dreimal am Stück. Und das wieder echt gut, vor allem eben, weil ich Milotic wieder reinlohnen kann. Wenn er es mitnimmt. Weil ich habe ja letzte Woche schon mal gesagt, glaube ich. Ich wollte es im Teambuilding sagen, auf jeden Fall. Ich hasse Milotic, Suicune und Nachtara. Das sind drei Mons, gegen die ich schon so oft in Dorf liegen heftig eingesteckt habe und deswegen bin ich dann mal heftig am Preppen gegen.
Ja, was soll ich jetzt sagen? Vermicula, ich outspeede mit dem Split Virium exakt. Weil das einen Basepunkt weniger hat als Vermicula. Warum auch immer. Vermicula sieht halt echt nicht schnell aus. Habe einen Schädel, Knirscher, Donnerzahn und Clownwetzer. Clownwetzer wieder zum Boosten, so wie letzte Woche auch schon. Einen Schädel und Knirscher für den Damage Output. Ich treffe damit alles in seinem Team normal effektiv. Und der Donnerzahn noch, damit ich dieses elendige Milotic wegrotzen kann. Ja. Das ist es. Bisaflor, auch wieder dabei. Das sind irgendwie so vier Mons, die in letzter Zeit fast in jedem Kampf dabei sind. Und zwar haben wir hier die Speckschicht als Fähigkeit, logischerweise wieder. Ein lockeres Wesen, um die Death zu boosten. Habe ich auch vorhin schon gesagt, dass ich Fizz-Def spielen werde. Weil ich sonst gegen viele Mons keine wirkliche Antwort habe. Als Item natürlich den Bisaflor Need, wer hätte es gedacht. Und der EV-Split sind 252 KP, 252 Def und 4 in Spezialangriff. Ich spiele hier den Gigasauger, das Erdbeben, die Kraftreserve Eis und die Synthese. Gigasauger einfach weil Step und weil ich damit vieles treffen kann. Erdbeben für Metagross und für Beedrill. Und für Skunting und Arcani. Die Liste nochmal vor mir. Und die HP Ice habe ich dann noch extra für Zigarde. Und theoretisch auch noch für Viridium, wobei ich die da nicht so brauchen werde. Da habe ich andere Mons für. Aber eben, damit ich alles in seinem Team gut treffen kann. Synthese wieder zum Hochheilen. Und Bisaflor soll mir wieder den Full Def. Also den Full Defensiven Stuff übernehmen. Sorry, falls man es gerade gehört hat. So. Dann haben wir Capoeira. Mit der Fähigkeit Bedroher wieder. Capoeira war jetzt übrigens seit dem ersten Spieltag nicht mehr dabei. Das ist wieder echt krass. Wo es nach dem Rapid Spin gegen das Knackrack von Ede draufgegangen ist. Grüße an der Stelle. Mit einem pfiffigen Wesen, dem Item Japa-Beere, das ist die Beere, die 50% heilt, wenn man kein Minus-Def-Wesen hat. Und mein EV-Split besteht aus 252 KP, 252 Def und 4 Spätz-Def. Als Moves habe ich Nahkampf, Patronenhieb, Turbodreher und Toxin. Toxin logischerweise wieder für Milotic, weil ich Milotic einfach nur verabscheue. Ich habe bisher auf jeden Mann irgendwas für Milotic gehabt, welche auch auf dem letzten haben. Nahkampf, einfach nur um einen Step zu haben, Patronenhieb nochmal als Prio, wobei man da natürlich auch über einen Tempo oder über einen Tiefschlag hätte nachdenken können. Aber da war mir am Ende dann der Patronenhieb am liebsten, damit ich auch Flawless treffen kann. Wobei natürlich auch statt ein Toxin einen Sucker Punch oder so hätte spielen können, aber ja. Ja, Full Fest Def und mehr muss man dazu glaube ich jetzt auch nicht sagen. Als nächstes haben wir dann noch Despota. Mit einem harten Wesen. Und habe ich wirklich Wahlband gespielt? Habe ich wirklich Wahlband gespielt? Nee, ich habe eigentlich Assault Vest gespielt. Nee, ich habe Assault Vest gespielt, sorry. Keine Ahnung, warum ich da jetzt Wahlband hingeschrieben habe. Das ist ja komplett irgendwie on the other side. Oder was, weil da vorhin noch Krebutak stand? Das könnte es natürlich sein. Ja, sorry dafür. Mal wieder. Ich sag ja, meine Layouts, die dürfen nie fehlerfrei sein. Das darf aber nicht sein. Dann der EV-Split. Mit 252 KP, 252 Attack und 4 Spätzlepp ist es nichts wirklich Besonderes. Aber je mehr hat nichts im Team, was ich großartig outspeeden muss, deswegen spiele ich auch keinen Speed. So lasse ich den lieber Raikou und Famicula großartig auf Speed zu spielen. Und Despota soll einfach nur da sein, um Damage zu drücken. Ich habe die Steinkern, ich habe das Erdbeer, ich habe den Eisdieb und den Donnerschlag. Einfach nur, um allem in seinem Team mächtig was reinzudrücken. Donnerschlag ist für Milotic extra da. Steinkante ist für Bibor, für Florges, für Rotom, für Mamo, für Koryogel, für Skuntank. Theoretisch habe ich auch eine Q. Und für Arcani. Erdbeben dann noch extra für Sachen wie Metagross oder eben Skuntank.
Ice Heap für Zygarde, für Viridium. Und dann noch den Donnerschlag für extra Milotic. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann morgen beim nächsten PBL-Kampf. Also am Samstag. Jetzt auch immer wieder mit Teambuilding hier. Hey, habt ihr letzte Woche vermisst, gib's zu. Ja, dann würde ich sagen, bis morgen und ciao.